Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück direkt hier auf den Berg mit mir. Ghost Recon Wildlands Closed Beta. Wir sind hier kurz vor unserem nächsten Angriffspunkt mit dem neuen Waffenteil. Ihr seht, es hat angefangen zu regnen. Ne? Ist ganz geil gemacht mit der Grafik hier, wie ich schön nass werde. Nice. So, dann gucken wir mal, ob wir das Waffenteil holen können und auch gleich hier. Gucken wir mal, was das ist. Aufklärungsdaten. Alles klar, dann holen wir die auch gleich. Aber zuerst mal hier mal gucken, was hier abgeht. Zur Sicherheit benutze ich immer die Drohne, denn man kann nie wissen. Ein Helikopter, das ist schon mal nice. Auf dem Dach ist nichts. Aber hier sind Gegner verzeichnet auf der Map. Das heißt, die sind wahrscheinlich in den Stockwerken drin. Kann ich hier reingucken? Ja, so ein bisschen, ne? Aber mit der Drohne sehe ich natürlich leider nicht rein. Ich kann jetzt da reinfliegen. Das Problem ist, wenn die Gegner meine Drohne sehen, dann knallen die sie ab. Aber ich fliege jetzt hier einfach mal rein. Oh. Langsam geht die Batterie aus. Kann ich hier noch einen markieren? Oder reicht die Batterie nicht? Ich höre Musik. Ich sehe Poster. Shit. Na gut, dann sind wir sozusagen blind. Und müssen uns da reinschleichen. Da haben wir schon einen. Die Frage ist jetzt, ist er alleine da oder eben nicht? Ich pack den einfach mal. Now is a good time to think about your life choices, friend. Suéltame, pendejo! ¿Qué crees que vas a sacar? I got one narco, close to that nasty looking dump. Ich hau den einfach mal nieder. Mein Computerkollege hat mir gesagt, da ist irgendwo noch einer. Check it out, weapons case. So, dann gehe ich hier mal weiter nach oben. Man kann übrigens entweder so ziehen oder, wie war das mit X? So. Third person mäßig. Aber man trifft natürlich dann nicht so genau, ne? So, jetzt bin ich gespannt, ob hier vielleicht irgendwo noch was rumschleicht. Laut der Minimap sollte hier irgendwo noch einer sein. Sieht aber clear aus. Gut, dann gehen wir mal wieder eins runter, denn hier ist der Waffendings, den ich gesucht habe. Nice. Oh shit. Boom, target down. Ja, ihr seht, meine Kumpels sind um das Gebäude rum verteilt. Ich kann aber auch sagen, Leute, rally on me. Kommt einmal zu mir. Oh shit. Ja, weil der Kollege da natürlich geschossen hat, sind jetzt alle alarmiert. Ihr seht, da kommen sie auf uns zugerannt. Ich gehe jetzt hier mal aufs Dach und gucke, was ich hier machen kann. Ist das ein Fahrzeug? Ich glaube schon. I'm engaging tangos. Ja, das ist natürlich nicht so toll gelaufen. Ach shit. Ich will hier einfach nur runter. Oh, was war das? Hostile kill. Ja.
Scheiße. Es ist ja einer am Telefonieren. Und holt dementsprechend Verstärkung. Oh. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die NPC-Kollegen nicht so gut das Gebiet abdecken. Ja, da seid ihr besser dran, wenn ihr mit Kumpel spielt. Tango down. Aber ich will euch ja nur kurz zeigen, wie das Ganze im Solo-Durchgang aussieht. Hier ist noch irgendwo einer. So, meine Kollegen. Übrigens, das Menü hier ist ziemlich scheiße gemacht. Man muss mit dem Mausrad drehen. Fuck. Um diese verschiedenen Punkte auszuwählen, das finde ich ziemlich scheiße gemacht. Ja, jetzt bin ich hier zu Boden gegangen. Jetzt sollte eigentlich ein Kollege zu mir kommen, um mich wieder zu beleben. Da ist auch schon einer. Sehr gut. Auf der Map seht ihr die grünen Punkte. Das sind Rebellen. Den haben wir vor kurzem in einer Mission geholfen. Dementsprechend helfen sie jetzt uns. Da vorne sehen wir die Spezialeinheiten. Die Rebellen. Die Rebellen ballern schon auf die. Ich helfe denen jetzt einfach mal. Oh shit, da kommen sie schon. Noch einer. Die vertragen ziemlich viel. Und da kommen immer mehr. Ich versuche so schnell wie möglich diesen gelben Koffer da zu holen. Diese Infos. Scheiße, wie komme ich denn hier rein? Bevor hier die scheiß Verstärkung ankommt von den Spezialeinheiten. We got a 20 in the garage where Pluto parks his sports car. So. Snag that, and snag his GPS. Maybe something there tells us where his girlfriend is. Frag out, get some. Party zu machen. Tango down. Shit, es sind ein bisschen viele. Meine Kumpels sind irgendwo am Arsch der Welt. Die sollten mir aber eigentlich helfen. Target down. Oh shit. So, ihr seht, es werden immer mehr. Deshalb ist es Zeit für mich abzuhauen mit meinen Kollegen in dem Hubschrauber. Das Problem ist allerdings, hier ist noch ein feindlicher Hubschrauber. Oh. Falsche Seite. Deshalb nehme ich den Wagen, weil ich in dem Hubschrauber nicht schießen kann. Klar, meine Kollegen können von dem Hubschrauber wegballern, aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dem Hubschrauber ich einfach keine Chance habe, von einem anderen Hubschrauber abzuhauen. Deshalb versuche ich das jetzt auf dem Boden. Aus dieser Stadt rauszukommen und irgendwie dann den Hubschrauber abzuhängen. Jetzt hier, wie das ist mit dem Wagen, der einfach viel aushält. Ich kann ja gegenfahren, runterfahren, scheißegal. Das Problem ist nur, wenn der Wagen hängen bleibt. Natürlich, so wie jetzt. Jetzt sind es bereits zwei Hubschrauber. Das sieht schon mal nicht gut aus. Da müsste ich jetzt irgendwie was gegen Hubschrauber haben. Habe ich aber leider nicht dabei, per Zufall. Deshalb versuche ich jetzt hier in die Stadt zu kommen, um einen neuen Wagen zu holen.
Hubschrauber ignoriere ich jetzt einfach mal. So. Ja, man kann durch die Prärie fahren. Das Problem ist allerdings, dass überall krasse Steine, wie wir gerade gesehen haben, umliegen. Und das Ganze deshalb ein bisschen schwerer ist zu fahren. Ich muss hier übrigens auch gucken, dass ich nicht aus der Range der Beta Map rausfahre, denn sonst sterbe ich. Ja Leute, willkommen in Ghost Recon Wildlands, wo man durch ich weiß gar nicht, wie das Land überhaupt heißt. Oh, hier ist ein Flugzeug. Geil. Aussteigen. Flugzeug nehmen, alles töten. Ihr seht, meine Kollegen machen einfach gar nichts, ne? Die steigen aus und machen einfach gar nichts. Wir sind vier fucking Leute und da stehen zwei. Und wir kriegen die einfach nicht kaputt. Deshalb, Leute, spielt am besten mit euren Kumpels, ja? Dann könnt ihr nichts falsch machen. So ist es einfach. Ja. Die KI ist eigentlich ganz okay gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe schon wesentlich schlechtere gesehen. Aber die KI von den Kumpels selber ist leider nicht so doll. So, wir sind wieder bei dem Flugzeugding ins gespawnt. Nicht in unserer Basis, wie ich vorerst gedacht habe. Ja, dann nehmen wir einfach dieses Flugzeug mit. Hat ja irgendwie Treibstoff oder sowas mit an Bord. Können wir gut gebrauchen. Checken wir hier erstmal die Lage. Sieht nach 5 Gegnern aus. Hier ist nicht irgendwie noch einer am Patrouillieren oder so. Okay. Ups. Dann versuchen wir das Ganze mal so leise wie möglich durchzuziehen. Das Problem ist halt, die stehen alle auf so einem offenen Feld, ne? Vielleicht können wir hier hinten durchschleichen und den einen da unbemerkt wegholen. Ich benutze jetzt einfach mal die Pistole, um ein bisschen eine andere Waffe zu zeigen. There's a cartel medal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Hier steht einer. Die kann man, glaube ich, auch irgendwie weglocken. Aber, ja. Ich glaube, das endet hier einfach in einer riesen Schießerei. Was hier übrigens diese verschiedenen Symbole bedeuten, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, ist der irgendwie stärker bewaffnet oder so? Der hat ein krasses Maschinengewehr, ne? Ja, ich mache jetzt hier einfach mal wieder Simultanschuss. Kurz warten. Ready. Call the shot. So. Zack. Hostile down. Zwei weg. Hat nur einer bemerkt. Der ist auch weg. Jetzt den dritten holen, bevor er Verstärkung holt. Scheiße, der ist ja hinter dem Haus. That's a kill. So. Sehr gut. That's it, we're clear. Jetzt. Das hier ist so ein Ressourcenpaket. Ne? Hier kann man. Zack. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. So ein Dingens reinpacken. Das ist wahrscheinlich so ein Sender. Und diese Ressourcen werden einem dann gut geschrieben.
Kann ich auch mit den anderen beiden noch machen. Hier haben wir flüssige Scheiße. Zack. Und hier haben wir noch was, sehe ich auf der Map. Jawohl, nehmen wir auch mit. Und zu guter Letzt natürlich das Flugzeug. Mit dem Flugzeug müssen wir jetzt irgendwo hinfliegen. Buckle up, people. Damit wir auch dieses... Hallo? Ach ja. Die Steuerung von dem Flugzeug. Ja, man fliegt mit den Pfeiltasten und mit WASD kann man hier das Flugzeug nach links, rechts, oben und unten steuern. Ist ebenfalls eine sehr komische Steuerung für ein PC-Spiel, dass man die Pfeiltasten benutzen muss. Ja. Aber. Ja. Oh. Ja, hier gemütliche mexikanische Musik. Fliegen wir sozusagen dem Sonnenuntergang entgegen. Und jetzt müssen wir hier unten landen. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich bin einmal gegen die Felsen geflogen, das letzte Mal. Ich versuche es jetzt ein bisschen besser zu machen. Dass wir hier einigermaßen landen können. Sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist die Frage. Gas zurück. Oh, oh. Ziegen. Bitte gehen Sie aus dem Weg, Ziege. Like everything's in one piece. Let's go. We'll tell the rebels where to come get their new toys. Wunderbar. Wir haben den Rebellen ein Flugzeug gebracht und bekommen deshalb 2000 Treibstoff. Nice. Ja, wieder mal eine erfolgreiche Mission abgeschlossen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir sonst noch hingehen können. Vielleicht machen wir das nächste Mal eine Story-Mission, um euch ein bisschen was von der Story zu zeigen. Aber wie gesagt, das alles in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ja. Wir sehen uns. Bis dann.